Begeistertchen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf Pietz mit TV. Und heute gucken wir uns Klaus Kinskis Wutausbrüche an. Ich glaube, das wird mega cringe, oder? Wer ist denn nochmal Klaus Kinski? Klaus Kinski war ein Schauspieler, der, ich glaube, einer der größten Choleriker überhaupt gewesen ist. Der ist ziemlich gut. Also die, schauspielerisch war der sehr gut. Hat viel gespielt. Wie hieß denn der Typ noch? Der kommt Hitchcock, auch in diesem Clip gleich vor. Mit Herzog. Hat der nicht auch mit Werner Herzog gearbeitet? Hat er viel gemacht. Das kennt okay. Ich. Nosferatu von dem kenne ich. Ich dachte, das wäre ein Maler. Aber am Set ein absoluter, also nicht nur am Set, aber generell ein absoluter Spinner. Cool. Ja. Let's go. So Leute wollen wir haben. Ja. So verhalten wir uns auch immer bei Drehs. Übernimmt mal jemand, der klicken würde. Ich kann das gar nicht machen. Okay, I click. Ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Das ist der Regisseur, den er gerade anschreit. What? Und da stehen die ganzen Statisten oder sitzen die Statisten alle im Hintergrund. Das Einzige, was ich kenne, ist. Der Werner Herzog, der sagt da gleich auch noch zwei. Klaas Häufer Umlauf hat das mal nachgespielt, das weiß ich. Das ist das Einzige, was ich davon kenne. Ansonsten kenne ich Klaus Kinski, glaube ich, gar nicht. Ich habe nie einen Film gesehen von dem. Okay, gucken wir uns nochmal von vorne an. Das haben wir jetzt. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Schrei ich oder schrei ich nicht? Hä? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Von vorne an. Sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Was ist das? Was ist denn hier los? Jetzt geht's weiter. Diesmal schlag ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich im Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Mach zu, what the fuck? Als ob! Trau dir nur! Was schlage ich zusammen, trau du! Trau dir nur! Wenn du zu frech wirst! Trau dir! Ich kann nicht ununterbrochen sehen. War der wirklich so? Ja, auch in Talkshows oder so. Das ist so mega offen, wenn du dir so Fall Fragen sehr gestellt Choleriker, hast. Ja. Der hat doch so eine Bühnenshow gehabt, das kommt bestimmt auch noch. Also das ist ja nicht mal mehr Choleriker, das ist ja schon eine Stufe weiter. Das ist eine andere Zeit, ne? Schon länger her. Ja, trotzdem. Das ist eine andere Zeit, dann war das in Ordnung. Nicht. Das geht trotzdem nicht. Naja, also. Da haben das halt andere eher gebilligt, als wenn du es heute machst. Das weite ich einfach nur. Na, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht war es ja nur ein schlechter Tag. Ist der auch das für seine Schauspielleistung bekannt? Ja. Oder nur deswegen? Ja, ja. Der war ein guter Schauspieler. Okay. Vollkommen stumpfsinnige Sachen. Und wissen nicht, dass ihre ganze Fragerei, das ist da schon, dass sie eigentlich die Antwort, die sie von mir wollen, sich selber geben müssten. Sie fragen mich zum Beispiel, warum ich das Neue Testament mache. Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Sie halten mich für bösartig. Nein, ich sage, das kann nur, wie kann man mich fragen, ob ich das Neue Testament mache? Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Warum? Haben Sie nicht den Beweis dafür, dass in Amerika oder Gott sei Dank heute oder auf der ganzen Welt schon Millionen und Abermillionen von Menschen das wollen? Wie können Sie das fragen? Nur um wieder mich dazu zu benutzen, zu fragen, also warum ausgerechnet er und war man oder weswegen haben sie den Auftrag, ein Interview mit mir zu machen zum Beispiel. Was? Den hätte die CDU aufstellen müssen. Alter, der Typ ist ja voll irre. Ich habe ihnen eine Frage gestellt. Ja, sind sie denn irre? Sind sie dumm oder sind sie bescheuert? Aber das war ja harmlos, noch das, ne? Wo er bei der Bühnenshow den Zuschauer auf die Bühne holt und dann anfängt rumzuschreien. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich hoffe, das kommt noch, ja. Du hast angeblich das Buch gelesen, das würdest du nicht sagen. Und grinst dabei noch. Ich soll dir jetzt erklären, was du gelesen hast. Du bist nicht normal. Wie soll ich dir erklären, was du gelesen hast? Komm, und die andere Tour. Komm, halt das mal. Die andere Tour. Oh. Damit du nicht immer quatscht. Dass du dir ins Wort fällst, sind deine Redakteure, denn du bist ja engagiert irgendwo. Sind die damit zufrieden? Sagen die, Gott sei Dank haben sie es gemacht, oder sagen sie, machen sie das nicht das noch einmal, dann bekommen sie aus dem Mann, von dem wir was wissen wollen, nichts mehr heraus. Ich meine, Christi, jetzt bist du deswegen gefeuert, oder sagt er, bitte eine Verwarnung, oder ist er froh darüber? So viel ich weiß. What the fuck? Da ist das. What the fuck? Das ist übrigens ein Vorschlag für Pietzbeat.de von 101 Febo. Okay, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Da ist der Zuschauer schon. Das ist ein Bühnenprogramm irgendwie soweit gewesen. Ja. Und da hat er irgendwas zu Jesus gesagt. Und wie, keine Ahnung, Jesus, was weiß ich. Und dann hat sich einer aus dem Publikum gemeldet, der da sowieso schon die ganze Zeit rumschreit. Und da meinte Kinski so: Komm du da her, komm du da auf die Bühne. Und jetzt erzählt er irgendwie, dass Jesus eigentlich für Nächstenliebe und so steht. Okay. Das ist natürlich ein Fehler, wenn Klaus Kinski vor dir steht. Das ist ein Fehler. Okay. Duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. What? Das hat er gemacht.
Danke. Du dumme Sau, das ist legendär von dem. What? What the fuck? Du dumme Sau-Lese ist halt immer Klaus Kinski. Der Typ ist ja komplett irre. Wie kann man sich so darüber aufregen, ob irgendeiner meint, dass Jesus gütig wäre oder nicht? Ja, und vor allem dann irgendwie, ja, irgendwie der so Überzeugung selber ist, dass der halt irgendwie die Peitsche genommen hat und Leute verprügelt hat. Ja, kann ja sein. Weiß doch keine Sau. Ja, kann weiß das also, er selber nicht. Hätte der ja nicht auch vielleicht einfach war das so. Der hätte auch einfach die Trielle interviewen sollen, wenn er die Leute wieder am Lügen. Da hätte er gar keinen Bock drauf gehabt. Laschet oder Scholz jetzt schon sagen. Oder so. Jetzt halt die Fresse da mit deinen Lügen, du Arschloch. Du dumme Sau. Ich hätte keinen Bock drauf gehabt. Videodreh wieder, ach hier, Filmdreh ja, wieder am Set vom ersten. Filmdreh. In Afrika war das, glaube ich. Oder? Nichts mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen, verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß. Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun! Milde. Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter. Frisse, von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu... Ja, Kakur muss ja nicht fressen. Muss es ja nicht fressen. Friss, was du willst. Ist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch. Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen kriegen. Das werden wir erleben. Das ist nichts. Das. Sein Geisteskranker. Glücklich, sein Geisteskranker. So ein Geisteskranker. Das ist. Alter. Der gerade gesprochen hat, war Werner Herzog. Das war aber so ein bisschen Star-Allüren sind das halt. Er sagt halt, ich hätte gerne was anderes zu essen. Und, aber das fände ich aber okay. Also, wie austickt, nicht. Wenn er seinen Lachs-Avocado-Bagel nicht bekommt. Ne? Genau, aber seinen Lachs-Avocado-Bagel. Ich wollte kurz nebenbei gucken, was der alles für Filme gemacht hat, aber kann ich ja gar nicht abwechseln. Kann ich dir sagen, der hat so gemacht sowas wie Nosferatu, Phantom der Nacht, Aguirre, Der Zorn Gottes, Fitzcarraldo, der war irgendwie Edgar Wallace. Und da war der gut, oder was? Italo-Western, ja, der hat auch in Hollywood gespielt, meine ich. Alter, der Bram, so viele Filme kannst du gar nicht aufzählen. Ja. Cool. Der letzte war Jesus Christus Erlöser 2008. Also sehr viele christliche Sachen anscheinend. Wenn du dir mal, ich weiß nicht, ob das das erklärt, aber was der herausstechende Satz, den ich aus irgendeinem Grund gerade lese, ist: Klaus Kinski selbst hatte in seiner 1975 erschienenen Autobiografie Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund Inzesterlebnisse mit seiner Mutter, seiner Schwester und den Missbrauch seiner Tochter Anastasia geschildert. What? Holy shit. What? Ist der Präsident vom Saarland? Ich weiß es nicht. Yes. Allerdings, Kinskis Brüder bestritten damals, dass seine Ausführungen der Wahrheit entsprachen. Sie warfen ihm Fachdarstellung in Bezug auf seine Kindheit und Jugend vor. Falschdarstellung. Hä? Du hast gar nicht mit deiner Mutter geschlafen. Ach so, ja gut, dann. Dann ist alles in Ordnung. What? Okay. War ein Typ. Das gibt allem. Oder hauen Sie mit Ihren Kameras ab, Sie nehmen mir einen Dreck. Geboren in Saarbrücken, Saarland. Wenn ich mir nicht zuhören können, was ich sage, denn ich weiß genau, wovon ich rede, dann lassen Sie das ganze Interview sein. Und da Sie doch an sich doch auch nur angestellt sind von Ihrer verfluchten Firma da, haben Sie überhaupt kein Recht, mir in den Mund zu fahren. Haben Sie es verstanden oder nicht? Ich spreche nicht, weil ich in der Interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie. Alter. Ach, das ist der Anfang Alter. Jetzt, oder? Meinst du, ja, das sind immer durch, der immer durchgeschnitten. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Und jetzt danach. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Könnte man nicht auch 1:1 könnte man nicht auch 1:1 einfach die Rede von Evisa Newsy und Artikel News 13 drüber schreiben. Ja, das klingt ein bisschen so vom Tonus ähnlich. Alter, der Typ ist ja so unangenehm. Hast du zum ersten Mal benimmst du dich so dämlich speziell bei mir oder hast du es vorher auch schon gemacht? Wenn er froh darüber ist, dann wirst du morgen gefeuert. Da ist noch eine Hoffnung. Wahnsinnig, er sagt zu mir, kriegst du dich selbst. Das folgt dieser Idiot. Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Sie, voll Idiot. Dann pass mal auf, du. Ich mache Wirbel in Amerika. Pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Du. Hast du so ein Arschloch? Hey, Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Mir zu sagen. Überhaupt nichts. Aber überhaupt nichts.
existiert überhaupt nicht für mich. Nimmst es, wie du willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja? Das ist ungeheuerlich. Und nicht rumblättern wegen einem Problem. Mit dem Fotografen. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Nein, dann quatsch mich nicht an! Ich bedauere es gerade sehr, dass es das Dschungelcamp nicht schon früher gab. Ich glaube, der wäre nicht hingegangen. Der regt sich doch auch nur wegen Kleinigkeiten auf. Ja, weil der den Fotograf nicht mag. Der ist ein Choleriker. Keine Ahnung. Also, das ist krass. Zuhören und hören Sie mir jetzt. Und dabei, ich mit Ihnen ein einziges machen, sonst gehe ich sofort nach Hause. Von Idioten! Die Kamera hält auch immer schön drauf. Ja klar. Hat jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, um mir ein Interview zu machen. Interessiert er dich den Fotografen? Dann brauchen Sie keine blöden Fragen mehr zu stellen. What the fuck? Ich bin 40 Jahre alt und von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Okay. Ernsthaft redet und möchte ich sagen. Ich will jetzt was sagen. Kann ich jetzt was sagen? Ich will jetzt was sagen. Schmeiß ihn runter. Bitte! What the fuck? So bescheuert? Okay. So bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. Okay. So bescheuert bist du. Wer sind die Konsequenzen? Die daraus gezogen werden, scheißegal, ja? Das weiß ich, die ist alle scheißegal. Guck dir diesen Blick von denen an. Die Leute immer scheißegal gewesen, immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Schreierei. Die sind die Leute immer scheißegal gewesen. Denn so blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen. Muss es ja nicht fressen. Verstehst du? Richtig fressen muss, dann fahr ich ab. Ist das ungeheuerlich, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir. Ich muss es nicht fressen. Ist das zu passen, sowas? Wer hört ihm denn zu? Das heißt, die haben schlechteres Catering. Ja. Und dann geht der jetzt, also ich meine, ich verstehe, schlechtes Catering, ne, ist halt schon mal bitter. Aber was kann denn der, also, what? Wahrscheinlich, weil die halt im tiefsten Dschungel bei irgendwelchen Eingeborenen sind oder was weiß ich, wo die gerade drehen, ist halt die Versorgung jetzt nicht 5 Sterne. Wahrscheinlich. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn das direkt neben der größten Zivilisation ist, wo die drehen. Das war, ist krass. Also, krass. Sprachlos. Ich frage mich aber auch, weißt du, wenn du zu so einem Bühnenprogramm von dem gehst, ich meine, da rechnest du doch auch ein bisschen. Das willst du doch auch sehen. Oder hast du das damals überhaupt schon erwartet so? Ja, klar, das ist doch bekannt dafür gewesen, oder nicht? Also, stimmt, bei Dr. Chivago hat der auch mitgespielt, oh mein Gott. Ja, aber einige Filme gemacht. Nobody ist der Größte, war der auch dabei? Ja, als Choleriker. Moment. Ich gehe jetzt noch einmal und zwar zum letzten Mal weg. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist. What the fuck einfach? What the fuck? Okay. Also ich fasse zusammen, ein ausgeglichener Mensch. Ja, also absolut. Wenn der Jay sein Salz-T-Shirt anziehen würde, ne? Wäre ihm auf jeden Fall, also das würde nicht passen. Das wäre wie wenn wir Teletubbies anziehen. Sag mal Klaus Kinski und die Wutausbrüche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Same. Tschüss. Ciao.